Colton Reservoir was put on hold when city workers discovered the remains of more than a dozen animal corpses. The bodies are reported as being in various states of mutilation. Authorities believe the contents are unknown. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Texas Chainsaw Massacre. Jetzt die Vollversion und ich bin gespannt. Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, bewerten, kommentieren. Ich spiele hier irgendwie schon wieder den Schrottplatz-Junkie. Und ich muss erstmal wieder reinkommen. Ist ja eine Weile her, wo wir das Spiel gespielt haben. Aber ich hatte damals meinen Spaß und ich habe auf Steam schon gesehen, die Bewertungen sind gut, ja. Die Bewertungen sind echt gut. Im Moment spielen es gerade, ich glaube, 7000 Menschen so ungefähr. Und ich hoffe, dieses Spiel hier hat Zukunft. Wenn ich Zukunft haben soll, bewerten und kommentieren. Das ist super wichtig. Das gibt mir die Power, die ich brauche. So, wie gesagt, ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen, mich orientieren. Aber ihr wisst, worum es geht. Wir rennen hier rum und müssen Teenager zur Schrecke bringen. Denn die wollen einfach so flüchten. Ich meine, was fällt denen ein? Da wollen die einfach abhauen. Unglaublich. Okay, das war hier der Modus, wo ich alles sehe. Nice. Dann mache ich hier mal zu. Mach wieder zu, Kumpel. Und das hier waren die Fallen. Moment. Ich mochte den ganz gerne. Der war cool. Alter, der erste schon eliminiert. Opa, gefällt das? Opis lieben diesen Trick. Na, Opa hat Bock. Der hat richtig Bock, der Opi. So, Opi ist hier drüben. Was ist das denn hier? Ein Ventil. Das ist für die Überlebenden. Aber ich spiele ganz gerne Family. Und ich mag ihn halt, weil er durch seine normale Größe halt überall mit durch kann. Und der macht das Ganze hier ein bisschen einfacher, seine Beute zu jagen, obwohl ich noch niemanden gesehen habe. Erste Runde. Nach Jahren. Niemanden gesehen. Hier, Großvater. Nippel mal dran. Oh, ja, geil. Oh, Teenagerblut. Das schmeckt, Junge. Das schmeckt. So, wir machen mal hier ein bisschen Opa frisch. Oh, es dauert jetzt viel länger. Davor ging das doch schneller. Ich meine, klar, wir hatten jetzt nicht die dickeste Ladung in der Hose, aber davor ging das meines Erachtens deutlich schneller, Opa hier auf die Beine zu bringen. Spülen. Alright. Muss auch mal sein, ne? Ist hier noch irgendwo Blut? Hier drüben haben wir alles mitgenommen, ne? Da kann ich nichts mehr holen. Nee. Das muss ich erst wieder chargen. Hier nochmal durch. Okay, der ist direkt raus. Hat gesagt, mache ich nicht. Ich gebe auf. Ich gebe Opa erstmal hier einen kräftigen Schluck. Oh, da kommt ja jemand. Moin! Opa ist wütend. Was? Was hat sie jetzt gemacht? Alter, was hat sie hier gemacht? Dass ich nicht mehr weiter angreifen konnte. Und jetzt holt er sich den Kill oder was? Alter, man sieht jetzt aber auch deutlich krassere Verletzungen. Und er freut sich hier einen Ast weg, ne? Großvater, ich habe ein wenig Teenagerblut für dich. Köstliches, feinstes Blut. Der Richter, Alter, mit seinem Hammer. So, aber zwei fehlen noch. Also ich weiß noch, damals in der Beta, da gab es wirklich welche, die sind so schnell entkommen. Da waren die Survivor richtig tough unterwegs. Ich kann nicht sagen, wie es heute ist. Das kann ich absolut nicht beurteilen.
Aber damals waren die heftig. Da hatte ich wirklich Teams, die sind da so schnell entkommen. So schnell konnte man gar nicht gucken. Aber ja, die haben die Kills deutlich heftiger gemacht. Das war in der Beta so alles gar nicht drin. Und die Grafik ist hübscher. Also viel, viel hübscher. Besonders die Schatten. Die Schatten sehen auch deutlich besser aus. Oh, da unten ist jemand. Da unten wird gejagt. Wie komme ich denn runter? Hier. Ich gehe auch mal runter. Großvater ist wieder hungrig. Wir brauchen Blut. Blut für Großvater. Was geht hier ab? Okay, ich glaube, da wird gerade jemand... Ist leer. Ich glaube, da wird gerade jemand fertig gemacht, ne? Ist noch jemand am Leben? Das war ja eine Speedy-Runde dann. Ja, ich bin auch noch gar nicht gelevelt. Also es ist auch wirklich meine allererste Runde in der Vollversion. Ah, hier ist alles blockiert. Leatherface kann es kaputt machen. Er kann Türen aber auch hier so aufbatschen. Ja, Leatherface ist in sowas natürlich deutlich geiler unterwegs. Oh, ich höre was. Da drüben. Ich glaube, der wird gefinisht, oder? Ja. Von dem neuen Charakter, den kenne ich noch gar nicht. Dieser Bully. Jagd vorbei. Tanz für uns! Tanz vor der Tankstelle, mein Sohn! Das war ja eine super schnelle Runde. Rem, 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 rem. So, habe ich schon das erste Level. Stufe 1. Stufe 2. Nice. Rudeltier. Verletzter Stolz. Blutläufer und Fang. Ich muss da erstmal reinkommen. Es sind so viele Dinge, die ich lernen muss. Ich finde es ganz interessant, dass immer jemand anderes jetzt dranhängt. Davor war es ja irgend so ein Girl, keine Ahnung wer. Und jetzt hängt da immer irgendjemand anderes dran. So, die Tür natürlich wieder zumachen. Super wichtig. Und auch wieder abschließen, wenn es geht. Ja, hier. Weil die können ja dann da raus, ne? Und das wollen wir ja nicht. So, ich bin jetzt ein bisschen gelevelt. Hab jetzt mal angeguckt, also der Skillbaum und so, das ist schon sehr umfangreich. Du kannst ja eine Menge anpassen, eine Menge verändern. Ich muss erstmal ein bisschen Blut sammeln. Ich mache hier die Blutsammelnummer. Am Anfang bin ich der Meinung, Opa stärken, weil dann werden wir stärker. Super wichtig. Die Kids sind ja eh erstmal unten im Keller eingesperrt. Ah, die machen da jetzt ihre Kellerdinger. Wir legen da noch ein paar strategische Fallen hin, aber an sich mag ich den Typen. Es gibt auch noch so einen anderen Dude, ich nenne jetzt mal den Bully. Ey, ich kenne die ganzen Familienmitglieder nicht. Ich hoffe nur Matthew McConaughey hieß mit dabei. Den kenne ich natürlich. Klar habe ich die Filme gesehen, aber ich bin jetzt nicht unbedingt der Experte. Ich habe sogar mehr Filme gesehen, als man eigentlich sehen müsste. So. Großvater ist wach. Toll. Ja, ganz großartig. Weil ihr hier Krach macht, ist Großvater jetzt wach und richtig angepisst. Kann ich eigentlich in meine eigene Falle treten? Ich weiß es gar nicht. So, ich habe schon mal 75 Blut. Die gebe ich dem Vater.
killing for? Ich sag ja, ich mache hier Seniorenbetreuung. Ich kümmere mich um Opa. So, wir haben ihn eigentlich quasi schon auf der nächsten Stufe. Wenn ich jetzt hier noch ein bisschen Juice, Teeny Juice einsammle, dann sind wir eigentlich guter Dinge. Okay, hier könnten wir runter. Hier wäre eigentlich auch eine Falle, glaube ich. Gar nicht mal so blöd. Das Ding ist noch leer. Das Ding ist auch noch leer. Brauchen wir Teeny Blut. Die anderen sind da unten voll am Jagen. So, dann gebe ich mal den ersten Bar. Das müsste eigentlich reichen. Hier, Großvater. Nimm einen kräftigen Schluck. So, Großvater ist Level 1. Ja, und jetzt steht auch drin, wie das so alles funktioniert. Wie man dann halt quasi stärker wird. Er hier ist jemand, der sehr stark auf Ausdauer setzt. Ich habe jetzt mal auch ihm einen ersten Punkt in Schaden reingegeben. Viele spielen wahrscheinlich auf der Xbox, weil Game Pass. Auch mehr Details, ne? Die Leiche hier. Ist auch new. Hier komme ich noch gar nicht raus, oder was? Ja, doch hier. Wo sind die Kids? Cooldown bei der Fähigkeit. Er macht die erstmal zu. Clever. Warte. Ich glaube, die haben schon ein bisschen mehr drauf. Boah, ich hoffe, ich bin noch eine Runde Leatherface. Oh, wie hier die ganzen Körperteile einfach so rumliegen. Wait a moment. Höre ich hier jemanden? Nö, hier ist nur die alte Leiche von Umi drin. Classic. Blut wurde schon genommen. Hier noch eine Falle hin. Jagen die hier ein? Keine Fallen mehr. Ich habe nur 3 Stück. Da drüben geht was. Jo, direkt weggekillt. Das hat Großvater wieder erfreut. Ah, ich kann hier durch. Ich bin schlank. Ist halt die Frage, wo sind die hin? Da! Ich hab dir Blut abgenommen. Für Studienzwecke. Die macht Lärm. Oh, das tut weh. Aber warum bin ich denn wieder gestunt? Was hat ihr hier für eine komische Stun-Fähigkeit? Komm her, kleines Mädchen. Ich muss dir noch einen Piekser geben. Denn ich brauche dein Blut. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr wegen dir. Eigentlich ist es gar nicht so clever zu rennen, sondern da muss man wirklich versuchen, in Deckung zu gehen, sich so ein bisschen in den Hintergrund einzuarbeiten. Da mache ich mit. Und wir machen den Quetscher. Ja. Du kannst auch neue Fatalities und sowas. Ich nenne es jetzt mal Fatalities. Finisher. Ja, kannst du neue irgendwie auch auswählen. Richtig krass. Jage das letzte Opfer. War das schon das letzte Opfer? Kann ich in meine eigene Falle tappen? Nö, geil. Ha, ich gebe Großvater Blut. Weg da. Bitteschön, Opa. Der alte Mann ist am Lauschen. Der hat ja die Lauschfähigkeit. Braucht noch ein bisschen.
Ich glaube, wenn Großvater brüllt, musst du dich geduckt hinstellen und darfst halt wirklich dich nicht bewegen. Das ist der Trick, den zu avoiden. Too bad Grandpa ain't able. Mal wird Opa schon gefüttert. So, nochmal hier Blut holen. Ich glaube, es gibt alles Punkte. Ich habe keine Ahnung, wie man am meisten Punkte hier farmt. Wie man das am besten macht. Alles klar, ist irgendwo da unten. Boys and Girls. Ich gehe nochmal hier hin. Hier war doch auch noch irgendwo noch so eine Blutpfanne. Alter, diese Innereien und alles. Bah! Oh, bitteschön. Ein Level ist direkt wieder drin. Wenn er sich jetzt bewegt. Keine Ahnung. Aber er war irgendwo unten. Der letzte Dude. Aber guckt, jetzt hat der schon so richtig viel Ausdauer. Der ist halt echt gut, um die Leute zu jagen. Aber irgendwo hier in diesem Bereich. Großvater ist wieder hungrig. Gebt ihm Speis und Trank. Fähigkeit klingt ab. Keine meiner Fallen wurde ausgelöst. Ist auch interessant. Hört der was? Ja! Eine meiner Fallen wurde ausgelöst. Jetzt... Och komm, das hätte ich schon längst aufgemacht. Du lange. Ist meiner. Ha. Guckst du blöd. Tanz, Johnny. Tanz. Meine Falle, mein Kill. Haben die den Sound ein bisschen besser gemacht von der Kettensäge? Level 3. Level 4. Rudeltier. Ja, guck, man levelt hier alles. Neuer freischaltbarer Gegenstand. Die meisten Punkte. 2 getötet. Jetzt schon absoluter Profi. Guck mal, wen wir da haben. Ich bin es, Ledergesicht. Und ich bin schon ein bisschen gelevelt. Ich bin jetzt schon ein wenig weiter. Was sehr, sehr geil ist. So. Da rasselt die Kettensäge. Ah, die Dinger müssen wir auf jeden Fall zerstören, weil aus irgendeinem Grund hat sich die Familie Sachen in die Bude gestellt, die eigentlich nur ihnen schaden. Ich finde es ganz interessant, dass Leatherface die erste Instanz ist und wir haben diesmal auch die beiden neuen Figuren. Es sollen ja auch noch weitere reinkommen. Ja, es ist ja erst der Anfang. Weitere werden kommen. Wann die kommen, keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Aber ich mache denen jetzt hier unten mal ein bisschen das Leben schwer. Aber ich habe da schon Bock drauf. Also, freue mich. Boah, er kann hier alles zerstören. Haben sie die Animation auch ein bisschen verändert? Guck mal, das war doch nicht ich. Wer hat das hier aufgemacht, ha?
Ja, wegen dem ganzen Lärm, jetzt haben wir wieder mal das Problem. Großvater ist wach und will Blut. Ich bin voll auf Schaden gegangen. Damit habe ich sie verschreckt. Da rennen sie rum, die Kids. Was mache ich nur mit diesen Kinder? Ah, ich bin nämlich auch auf Ausdauer. Jetzt ist Leder Johnny hier ein bisschen schneller unterwegs. Da bist du durch, ha? Huh? Warte. Das kann man auch zerstören jetzt. Das klingt, glaube ich, in der Beta auch noch nicht. Ah ne, er zerstört das nicht, sondern er macht die Säge durch. Okay. Ich dachte ganz kurz, er würde es zerstören, aber da war ich falsch. Ja, Türen und so logischerweise immer alles vernichten, weil ist ja auch nur ein Hindernis. Ist da jemand drin? Nö. Meine kleinen Kinder, wo seid ihr alle? Die müssen die blauen Türen öffnen, um hier rauszukommen. Und wir haben es im Moment ganz gut im Griff, würde ich behaupten. Was kann ich hier machen? Stoßen, ja. Hier kann ich leider nur stoßen. Da ist jemand. Wie komme ich an den ran? Oh! Ah! Ja, aber so wie sie es gemacht hat, in Deckung bleiben, ist meistens besser als panisch wegzurennen, habe ich bei den Profis so gemerkt. Weil durch dieses Wegrennen habe ich natürlich immer eine Spur. So, ich nehme nochmal Blut mit. Blut abgenommen. Alter, wie krass das Kühlhaus aussieht. Einfach so Köpfe und alles. Das ist schon heftig. Hängen hier wirklich in den Ecken rum. Und wo sind die anderen? So gefühlt bin ich hier allein unterwegs. Da ist ein Ausgang. Ruhig, Bruder, ganz ruhig. Ja, wir vergießen schon noch Blut. Kaputt machen. Ich frag mich halt, gibt das Punkte? Ihr könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das hier Punkte gibt. Wenn man hier die ganzen Sachen zerlegt. Blutbadezimmer. Da ist doch jemand gewesen. Gott, bin ich langsam. Ich sollte voll auf Geschwindigkeit leveln. Ich habe nämlich ein bisschen Schaden gelevelt, aber jetzt mittlerweile denke ich mir, geh doch lieber auf Geschwindigkeit. Aber die sind schon deutlich cleverer unterwegs, ne? Wo ist jetzt hin? Ich vermute hier lang. Wir wissen ja, was sie vorhat. Und zwar sich die Tür holen. Oh, es ist anstrengend. Wenn keiner den Opa da oben frisch macht, wird es schwierig gegen die Kids. Was ist das denn hier? Ah. Ja, das kann schon mal helfen, so ein bisschen Licht von Großmutters alter Knochenlampe. Nice. Was, Großvater ist in Gefahr? Nicht nice. Alter, die Kids machen uns fertig. Vielleicht gehe ich hoch. Säge anhalten, dann hören sie mich nicht mehr. Tja, kann ich auch wieder zuschließen? Abschließen. So.
Aber anscheinend sind die ja eh schon oben, denn sie spielen ja an Großvater rum, die Schweine. Den hat noch niemand gefüttert. Ganz blutleer, der Arme. Ach, Großvater, du bist ja ganz schwach. Ausgetrocknet. Habe ich ja draußen gerade jemanden laufen sehen? Egal, ich gebe jetzt erstmal eine Ladung hier. Opa. Weil je stärker der wird, umso stärker werden auch wir. Ja, hier wieder Köpfchen hinmachen. Hat nicht ganz gereicht. Super. Und das Buffet ist auch irgendwie immer anders platziert. Ah, hier ist noch eins. Ist das das Radio, was da Geräusche macht? Das Klavier und so, also die Deko ist super. Sieht ein bisschen aus wie bei mir zu Hause. Fühlt man sich richtig zu Hause. Liebevolle Laute. Ja, so kann man das auch nennen. Unten ist einer. Eine ist unten. Was machen meine Mates? Gefühlt wirklich bin ich allein gegen die Kids hier unterwegs. Kann der hier runter? Nee, dafür ist das zu fett. Dafür ist der Boy ein bisschen zu fett. Geht ab. Wie komme ich da hin? Hier ist Gas. Yes! Alter! Der war saftig. Ey, da war noch jemand. Steh hier nicht rum. Da hinten rennt noch ein Kiddo rum. Yo, die fliehen hier. Ne, das ist einer von uns, oder? Hey, sind alle geflohen. Tja, so kann es auch laufen. Einen habe ich weggekillt. Und die anderen waren alle weg. Knackig, knackig. Aber die Kills sind deutlich heftiger als in der Beta. Nun, das hat eben nicht so viele Erfahrungspunkte gebracht. Die anderen haben halt gar nichts auf die Kette bekommen, ne? Also meine Mates hier gefühlt nutzlos. Eigentlich müssten die sich in den Keller mogeln und dann muss man die Kids halt erstmal so gut es geht im Keller festhalten. Tja, das war meine erste Session hier, meine ersten Runden in der Vollversion. Gerne kommentieren, bewerten, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss!